Das ist meine Ansage. Dankeschön an die BSV Futsaler. Was sagst du zu der ersten Laufeinheit? Meins also war zu wenig, könnte es jetzt locker noch 10 Minuten dranhängen. Okay. Ohne Frage. Wollen wir noch eine Runde? So. Ein paar Monate her nach deinem Kreuzbandriss. Wie weit bist du schon wieder zurück? Wie weit kannst du wieder belasten? Tja, ich fange jetzt an mit reaktiven Übungen und Sprüngen. Aber ja, ein bisschen an den Ball gehen, Passspiel, ein bisschen Technik. Aber ansonsten ist es noch ein weiter Weg. Ich hoffe mal. Was sagt die Prognose? Wie gesagt, vielleicht Trainingsinhalte ab September, Ende September. Und wenn ich dann die Saison noch ein Spiel mache, dann bin ich zufrieden. Wie sehr juckt es jetzt gerade, den Jungs da zuzugucken? Das kannst du ja, glaube ich, selbst am besten beantworten, die Frage. Natürlich ungemein. Dann hoffen wir, dich schnellstmöglich wieder auf der Platte zu sehen. Das hoffe ich mit. Chan, jetzt die Laufeinheit durch. Wie war's? War anstrengend, war fit. Alle zufrieden, können gut nach Hause fahren und steckt aber trotzdem noch sehr viel Arbeit vor uns, aber die Vorbereitung ist ja auch lang.
Ja, wir waren jetzt hier im Trainingslager in Oldenburg und haben 5 Einheiten, davon waren 3 Spiele, absolviert. Und ja, es sind 2 Unentschieden und eine Niederlage dabei rumgekommen. Die Einheiten waren super. Man hat direkt den Effekt gesehen, wenn man 24 Stunden zusammen ist, dass man besser zusammenwächst, besser zusammen spielen kann auch und sich besser kennenlernt. Ich glaube, wir sind als Mannschaft auch menschlich zusammengewachsen. Und ja, 2 schöne Abende gehabt, wo wir lustige Erfahrungen hatten in der Mannschaft. Und wenn man sich erkennt, dann passieren halt super Sachen, die man dann auch so nicht planen kann. Und so ein Trainingslager hat uns halt richtig gut getan, jetzt wo wir das schon mehrere Jahre nicht mehr gemacht hatten. Und ich denke, das werden wir wieder machen. Auf die Fahne geschrieben haben. Zeigt Respekt. Das ist ein Appell, den wir nicht nur an unsere Spieler, an unsere Trainer und an unsere Fans richten, sondern an alle Futsal-Begeisterten. Denn es gibt etwas, was wir mit den Schiedsrichtern teilen. Und das ist die Leidenschaft für den Sport. Wie ihr gleich sehen könnt, hat aber aggressives Verhalten und Beleidigungen immer mehr zugenommen. Ey Schiri, bist du blind? Schiedsrichter, hast du zu Hause nichts zu sagen? Schiri, du siehst gar nichts. Erstkommunion war gestern. Schiedsrichter, du bist scheiße. Schiedsrichter, bist schon alt genug? Schiedsrichter, hol dir was vom Essen. Du Lusche. Das Geld hätte ich dir auch geben können. So eine Scheiße, die du pfeifst. Der Blinde, der sieht doch eh kein Abseits. Schiri, pfeif doch mal vernünftig. Du blinder Vogel. Schiri, heb die Fahne, du scheiß Glatzkopf. Verhalten und Beleidigungen gehören nicht in die Halle. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, gemeinsam in dieser Saison dagegen anzugehen. Wir freuen uns auf eine schöne Saison mit euch allen.